Egal, also gibt's doch eine Runde. Entweder wärst du links, ich hatte es so gesehen, du wärst links oben gegen geflogen oder einfach rechts rein irgendwo. Mhm. Doch. Oh, ich wäre oben gegen süß. Runtergerutscht und dann unten wieder runter. Doch, kann ich. Doch. Da bin ich mir sicher, dass es nicht passiert wäre. An diesen habe ich mir übrigens auch gedacht. Diesmal ist die Verteilung sogar recht gleich. Diesmal ist es total scheiße verteilt. Also wieder scheiße verteilt und man kommt nirgendwo durch. Ja, aber das hat dann nichts mit der Verteilung der Würmer zu tun. Move it! Deine sind richtig gut verteilt, Marcel. Total. Bei mir sind 3 oben. Ja. Bei mir sind 2 oben. Marcel, mal direkt wieder auf mich gehen hier. Ja, weil du neben Badaboom bist. Nee, weil ich direkt rausfliegen kann. Yep. Obwohl, da soll ich mich eigentlich nicht verstecken. Ach, egal. Tust du noch nicht. Was nicht so ganz funktioniert hat. Leave him alone. Yes, sir. Oh mein Gott, diese Gummiente im Hintergrund. Das macht mich fertig mit ihren gigantischen Augen. Die sieht aus, als ob sie ein paar zu viel geraucht hat. Da muss sie aber sehr viel ein paar zu viel geraucht haben. Moment. Ja. Aber ein bisschen viel im Satz. Jetzt kommt sie erstmal zu der großen Party dazu, oder was? Die habe ich eigentlich übersehen. Das ist die Frage. Was macht der Schokoriegel? Deko oder? Deko. Der explodiert, soweit ich weiß. Explodierender Schokoriegel. Du meinst du, dass er im Magen explodiert, aber als Kalorienbombe oder so, aber doch nicht in echt? Oh doch. Oh doch. Siehst du, so Deko. Also die Kalorienbombe ist nicht hochgegangen. Schade aber auch, ne? Ja. Oh Jens, das tut mir jetzt irgendwie voll leid, dass du schon wieder das Opfer bist. Und nicht. Warum zoome ich eigentlich gerade die ganze Zeit rein und raus? Mir ist gerade aufgefallen, du musst doch das Opfer sein. Was gab's denn Nettes? Eine Schrotzflinte. Kannst du benutzen? Eine Schrotzflinte. Eine Schrotzflinte. Und dann gibt's halt eine Schrotzflinte. Nein, es gibt heute Feuer-Action. Nein, das war ein bisschen weit. Warum sind die eigentlich auf die Speere, die Flammen? Keine Ahnung. Oder Schwerter irgendwie so nehmen. 26 Schaden immerhin. Hey, Nachschub! Du bist der Falsche dran. Spring rüber. Nein! Na, Jens, noch ein bisschen näher ins Badaboom dran. Natürlich. Ich weiß ja, dass du es mit einem Schuss nicht kaputt bekommst. Sicher? Ja. Aha. Na, geht Adrian schon wieder auf mich? Ja. Natürlich. Bald wird der Wurm penetriert. Was soll ich mit ihm machen? Ich das doch mal den Flammenwerfer. Ja, egal. Stirb, Rusko. Aua. Siehst du, ich hab auch ein bisschen Selbstverstümmelung begangen. Wow. Rabbit. Warum sagt ihr eigentlich Rabbit? Weiß nicht. Und? Bananabomb. Oh, oh Gott! Oh Gott! Also ich... Die Aussage... Ja. Red ruhig weiter. Ich weiß nicht, meine Aussage, die ist ein bisschen stärker als die Splitterbombe. Ja! Deshalb habe ich die mal nicht eingesetzt. Go away! Ja, brauchst gar nicht erst wegrutschen. Hast du jetzt auch die Lüse zur Shotgun entdeckt? Ja.
Alle Waffen, wo ich sage, die sind geil eigentlich, so, zuerst, nee, sind sie nicht, oh, ich mag sie dann doch. Hä? Ja. Das behauptest du immer wieder, ich habe nie eine Waffe benutzt, nur weil du sie benutzt hast. Ich sagte, oh, der Flammenwerfer ist voll epic. Und so, ja, ich finde ihn nicht so toll. Ah, ich mag den Flammenwerfer richtig gerne jetzt. Ich mag ihn nicht, wenn du ihn gegen mich einsetzt, ist das nicht irgendwie klar? Mach mal hinten rechts lieber. Okay. Warum schon wieder auf mich? Ich meine, es stehen fünf andere Würfer da. Du riechst auch die ganze Zeit nur auf mich, also! Ja, da unten ist keiner drauf rum. Bei dir ist ja doch wenigstens die Möglichkeit zu wandern, Wurm. Ich hab Jens extra verschont gerade die ganze Zeit. Ja, ja, ihr arbeitet doch alle zusammen, alle unter einer Decke da. Oh, ich weiß, dass du gleich töten gehen wird bei Marcel. Ja! Schneller, schneller, schneller! Ich hoffe, das geht jetzt nicht auf mich, oder? Nee. Nein. Ach ja. Schön, dass wir die Bananenbombe diese Runde nicht sehen werden. Bist du dir da sicher? Ja, ich hätte sie sinnvoll benutzen können, damit alle mal Spaß dran haben, aber nein. Der werte Herr will ja nicht. Ein Pupstier. Pupstier, wunderschön. Es geht bloß hier unten hier alle drauf. Stirb mit Ü. Schau nicht in mein Gesicht, es dreht sich. Ah! Montes. Er ist mit Ü gestorben. Stirb. Da. Stirb. Ein Geschenk der Götter. Eine Jüde, die sind ja echt göttlich. Marcel, sicher, dass ich die Bananenbombe habe. Bitte? Nein, bin ich mir nicht. Oh nee. Ich hatte eigentlich anders vorgehabt, aber hat nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Egal. Denn it's a banana, sind wir eingesetzt. Ja, eigentlich hatte ich gedacht, dass sie noch mehr wegjagt, weil es war mal mehr, aber gut. Das ist einfach, weil die Map anders aufgebaut war. Ja, aber die hat die halbe Map mal zerstört. Ja, das war, weil ich sie in den Schacht reingeworfen hatte. Und damit hatte ich meine Folie auch mit umgebracht zugleich. Na, aber Jens ist ja fast krepiert, von daher. Oh. Räuber hier! Ich werfe einfach alles über den Haufen hier. Mein Solo-Platz hier oben! Ja, das Wölbchen ist weg. Der erste geht da down. Harren, du bist der Einzige mit vier Würmern. Ich weiß, der eine wird unten sterben. Kehle drauf. Wo wir immer noch nicht wissen, wie der funktioniert. Oh, jetzt legst du so einen richtig fetten Haufen auf uns drauf. Ja, explosiv sogar. Big Bang! Perfekt. Ja. Oh Gott, nächste Runde ist mein Wurm down. So, Roger oder Charlie? Adrian! Ach, der heißt sogar Carly und gar nicht Charlie. War ja irgendwo klar. Bisschen Selbstdamage gegeben. Nein, er ist down. Ein bisschen aber nur. Total unerwartet und spontan, Adrian, nicht wahr? Ja. Roger kickt Rache. Erstmal fliegt er weg. Money. Then he's funny. Hi, Soldier. Hey, dude. Adrian, ich glaube, er will jetzt Rache. Wofür? Für alles. Alles lebt noch von ihm. Come on in. Also den einen, warum den du getötet hast. Den hab ich nicht getötet. Hier ist Wasser. Pomm. But he will survive. Who said you could do that? I hate you. But now it's time for the revenge of the Empire. Na, wird das eine Dragon Fist? Ah! Das muss ich hochkommen. Was soll dieses Papier, was hier mal durchfliegt? Weiß ich nicht. Ein Ticket, ja, macht halt, ne?
Oh, das war aber jetzt Hardcore Ninja Style, übertreib's mal nicht. Es ist mir vollkommen egal, ob Isaac Schaden kriegt. Pum. Jetzt ist Connor dran. Let's go! Cause I'm going to be first. Was habe ich eigentlich noch so? Oh, ich hab... Ups, nicht escape. Und noch ein Stück, und noch ein Stück, und noch ein Stück. Hast du jetzt Kali Schaden Stab? Bekommen. Nee, man macht nicht Kali. Also er kann sich noch nicht so ganz entscheiden. Ah, perfekt. Nicht ganz perfekt, aber schon ziemlich gut. Das Drache. Und zwar nicht mit Sahne. Käthe halt mit drauf. Mir da egal. Isaac wird sterben. Wow. Deck 20 ist lame. 32 hat der Wurm immer noch. Ich dachte, er würde mehr Schaden zubekommen. Beziehungsweise er würde runterrutschen. Nee. Get it for me, Daddy. Soll ich jetzt probieren, Kali darüber zu schlagen? Zu Marcel, also Connor? Dass er dann vielleicht Schaden bekommt noch mit durch die Explosion? Töte lieber ihn so. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Wenn du ihn hoch genug schlägst, landet er auf jeden Fall auf mir drauf. Das war nicht hoch genug. Es wird aber nicht funktioniert. Ja. Okay, jetzt hat er jetzt nur einen Wurm. Jetzt muss Marcel bloß noch auf einen Wurm runter. Bloß er will erstmal mich töten. Werde ich das? Bist du. Werde ich das? Ja. Werde ich das? Ja. Werde ich das? Glaube ich nicht. Auf jeden Fall. So, der hat noch ein Schaf. Harter. Go away, I hate you. Und ein Fabulous. Na Jens, was wird es? Was wird es? Hey, ich fiel grad auf. Links hinten im Hintergrund ist so ein Greifarmautomat. Aha. Ein Warzenschwein? Was bringt das denn? Jetzt mal ehrlich, was bringt ein Warzenschwein? Es hat einen Schafeffekt. Ein Operen. Es hat einen Betonesel und Schafeffekt. Ach ja, das? Oh nein, nein! Im Übrigen, Marcel, Stier. Es sah aus wie ein Warzenschwein. Das war ein Stier. Ajojo! Tja, jetzt musst du dich aber hier beeilen. Oh. Ja, genau, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Das wäre jetzt zu göttlich, wollte ich gerade sagen. Schade, hätte funktionieren können. Ohne Spaß, wer gewinnt das jetzt? Tja. Vielleicht Jens den Sieg gönnen? Dann gibt's definitiv noch eine Runde, ne? Ich weiß. Das ist richtig schwer. Ich kann jetzt entscheiden, wer gewinnen soll. Du weißt, nachher ist jetzt noch Marcel dran, also müsstest du Ivan töten, damit ich gewinnen soll. Ich weiß. Wenn du Oder du mich tötest dich selber. Fuck it. Da ging was schief. Damit ist das Thema im Prinzip schon fast. Du kannst erledigt. Immer noch töten. Wer mich jetzt tötet. Natürlich. Wenn ich nichts vergeige, was ich aber nicht die werde. Bei meinem Glück. Geh einfach nur mal sicher und mach Hadoken oder so.
Hm. Wir müssen erstmal den ganzen Weg zurückkrabbeln. Beziehungsweise mit dem Hinterteil runterhaxeln. Willst du noch? Es gibt schon eine neue Runde. Oh nee, mit der Shotgun. Flamer. Er hat sich selbst umgebracht. Ja. Ja. Willst du auch damit was Stylischer machen können? Wieder Granate. Nein. Dann gibt's jetzt noch eine Runde. Die finale Runde. Ja. Hoffentlich auf einer offenen Map. Hoffentlich. Dann werden erstmal alle wieder ertränkt. Machen ja kein Klassisch, also. Nein, die Map ist nicht oben ohne. Leider nicht, aber trotzdem. Es sieht schon scheiße aus. Oh, ich darf anfangen. Warum kann ich eigentlich nicht mal anfangen? Hast du doch. Nein. Einmal hast du angefangen. Okay. Die zweite Runde direkt. Oh. Die dritte hab ich. Oder? Die vierte? Nee. Doch, das ist auch einer. Eine habe ich angefangen, ja, aber ich weiß nicht mehr welche. Die zweite, meine ich. Die zweite, wo es so geleckt hat. Dann hat Adrian die dritte angefangen. Ne, die habe ich nicht angefangen, das ist auch so. Okay. Ja, stimmt, ich habe noch keine Runde angefangen. I hate cow. Show you can? Ja. Da gibt's auch so ein Bild, habt ihr das davon schon mitbekommen? Ist in Japan irgendwie so Style, dass dann irgendwie so ein Move machen auf einer beliebten Sendung oder sowas und dann dort einfach das fotografieren und dann irgendwie die Leute fliegen weg und all sowas. Naja. Und das war ist dann auch so, einer steht dann so in der Mitte, schlägt auf den Boden und drumherum alle fliegen so weg. Wieso muss eigentlich mal meiner Mama ertrinken, Adrian? Ich weiß es nicht. Er kann nichts sein. Das ist eine Leidenschaft. Ja. Merke ich. Ja, genial, ne? Ich war ja anfangs überlegen, soll ich da hinfliegen und da eine Wasserbombe reinwerfen? Das war auch mein allererster Gedanke, dass du sowas da machen könntest. Ja, das bekommst du mich jetzt erstmal wieder. Die Rache bekommst du mich jetzt erstmal. Ne. Doch. Doch. Usko, halt dich fest. Tschüss. Ich sagte festhalten. Das gibt doch nicht. Sonst gibt's keine Maus oder Wodka. Wieso Maus oder Wodka? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn als Russe lassen soll oder als Schlange. Jens, du musst Roscoe töten. Hi, Soldier. Oder du tötest Tatman. Willst du rufen? Seine Mama. Oh, Froggy B, der ist so kacke. Ich weiß! Trotzdem. Komm. Muss das einfach sein. Ich muss einfach die Sachen zeigen. Deswegen dachte ich mir, scheiß drauf. Er kommt als erster dahin. Isaac. Komm. Da ist jetzt Fallschaden bekommen müssen, ne? Ja. Spürst du jetzt alle darunter? Ja, sag ich doch. Wird eh nix. Doch. Nee. Zu wenig Wasser. Ja. Also sind alle auf einen Haufen, Jens. Wenn Sweet rankommt, dann kannst du richtig Spaß haben mit TNT. Aber es kommt aber erstmal nicht. Es kommt erstmal ein anderer dran. Und du kannst davon ausgehen, dass ich den erstmal in Sicherheit bringen werde. Und apropos TNT, Adrian, du scheinst es da ganz schön zu lieben. Aha. Spring! Verdammt. Ich sag ja, spring. That's cold! Sweetie ist dran, Sweetie müsste drankommen. Mann, eine Kiste, was ist das da oben für ein Platz, Mann? Sag ich doch. Hast du jetzt Spaß mit TNT? Er ist sogar perfekt geflogen. Ja! Nein! Er kann doch nicht schwimmen. Perfekt, Marcel, ne? Perfekt, ne? Nee, du hast zwei von mir getötet. Perfekt.
kommt die TNT-Rache. Eins der Verschwendung, ach egal. Es wäre Verschwendung, aber ich mach's trotzdem. Ah! Und geh selber mit bei drauf. Und tschüss. Überlebt. Ich auch, wenn ich nicht im Wasser bin. Verdammt. Falscher an. Weil ich auch. 75. Oh nein, unter Wasserbombe wird sterben durch Wasserschaden. Ja, ich sag mal, ich möchte eine Kiste haben, ne? Oh, jetzt verkämpft er sich. Ein Teleportschild, ist das nicht toll? Wunderschön. Adrian, ich setze nur diese Runde aus, um mich in Sicherheit zu bringen. Ich komme nächste Runde wieder runter. Und wie mit dem Presslufthammer? Natürlich. Nein! Du sollst doch dich nochmal festhalten! Ja, ich werde nicht hoch genug. Vor allem, das ist immer so ganz knapp davor. Hä? Hä? Das ergibt doch so null Sinn! Hi, Duken! Oh nein! Perfekt! Pum! Perfekt, ne? Jetzt kriegt er Giftschaden, den Schaden und er ist tot. War ja schon vorher durch die Explosion. Nee, durch die Explosion wäre er nicht verrückt. Doch, war ja schon genug 23 Schaden. Adrian, wir müssen uns gegen Jens durchsetzen. Ja. Wenn ihm den Sieg nicht schenken dürfen. Nee. So dankt er uns das. Jetzt dürfen wir auch mal Oldschool-Taktiken anwenden. Nein. Ja? Nein. Ja, wir müssen mal zeigen, was mit Oldschool gemeint ist. Nein, ja, Baseball aus dem Spiel schlagen, was nicht funktioniert hat. Ich weiß, aber absichtlich. Wir wollten es ja nur mal demonstrieren, wie es sein könnte. Gut. Dann kommen wir jetzt wieder runter, Marcel, ne? Ja. Halt zum Beinbruch, Adel. So. War nicht weit genug, oder? Nee. Doch. Kommst du durch? Bin ich mir relativ sicher. Entertain me. Wie soll ich mit einer Bazooka hoch, du Lamer? Das hat mich einfach eiskalt zu töten. Warte, das hat nur nicht funktioniert. Mine liegt zu weit von dir entfernt. Deswegen. Lol. Dann ziehst du doch mal. Dann ziehst du doch hoch mit der Bazooka. Warum sollte er? Ich stell für ihn momentan keine Gefahr dar. Ja. Moment. Adrian, wenn du auf die andere Seite von dem Wurm gehst, dann kannst du den mit dem Flammenwerfer in die Mine kicken. Wie wolltest du was machen? Das springt drüber. Dann mach das. Schick's in die andere Richtung. Okay. Brrrr. Ja, jetzt wirst du mal sehen, wie es ist, nass zu sein. Ja. Kenn ich gut genug. Ich sag doch, Ralf. Ab in die Mine, los! Nee, also, mal! Wenn du nach unten drückst, dann kannst du schneller fallen. Na dann. Was haben wir denn Nettes für Jens? Schaf. Ach, du willst ein Schaf? Ja. Bist du dir da wirklich sicher? Ja. Heb's dir lieber auf. Es sei denn, du kannst Isaac treffen, dann nicht. Ich hab uns mal einen Abfluss gemacht. Mal den ganzen Dreck wegspülen da unten. Das wird auch jetzt sofort funktionieren. Die Grabsteine bleiben liegen. Ja, weil noch ist da ja ein Stückchen etwas. Oh, ich muss wieder hoch.
Und was war drin? Kamikaze. Oh ja, setz es ein. Langsam dürfte er doch gar keine Seile mehr haben. Oh. Bam. Voll gegen Felsen. Schon wieder. Jens, das tut weh. Wo sind denn diese Guts? Egal, dann werde ich halt sterben. Oh, egal. I hate cheaters. Ja, ist okay. Kann ich an der Mine vorbeilaufen und dass du mich direkt sprengst? Nein. Wenn du direkt rüber springst, ja. Wenn ich durchlaufe, bin ich dann weg? Nee. Ich hab's nicht mal ausgelöst. Hadouken könnte es klappen. Oh, ja. Alter, dass du auch jeden Wurm von ihnen ersoffen kriegst, ne? Das gibt es nicht. Oh ne. Don't be Knödel. Ja, ich bin sowieso tot. Also, egal. And down. Ein Schaf hätte mich noch runtergesprengt, Alter. Ein Schaf hätte mich jetzt noch runtergesprengt. Jens, gewinn das. Werde ich nicht. Ich hab du kein kannst Jetpack ihn runterhadoken. Ich hab kein Jetpack. Und er hat auch kein Seil mehr. Verdammt. Das war falsch geschossen. Ja, zwei Seile übrig. Jens, wirst du. Was war drin? Teleportschild. Deswegen. Du kannst doch Plan B machen und port dich oben in die Höhle rein. Genau, das ist gerade die Idee, die ist auch gerade gekommen. Oh, ist Teleport, darum ist Teleport. Irgendwie muss man ja erstmal da unten rauskommen. Toll, es kommt auch schon wieder was hin. Fährt sich auch hoch? Nö. Fliegst du hoch? Nein. Na, kommt er da wirklich noch durch, ey. Luftdruckbohrer. Oh, wunderschön. Das ist irgendwie Luftflasche oder so. Es kommt ein Schaf. Noch doch. Eins? Na, er hat sich bei dir nicht eingesetzt. Ich hätte aber sonst noch eins gehabt. Bye bye! Hat der Cheater doch gewonnen. Der Cheater? Ja. Aha. Adrian, ich hab's auf Aufnahme, dass ich nicht gecheatet habe. Man kann auch live cheaten. Mhm. Ey, Makarin! Ach ja, die Siegestanze. Tänze, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich finde das Spiel recht witzig, weil es halt diese Wasserbomben und so weiter da drin hat. Sonst alles natürlich. Wenn man auf eine Map kommt. Ja, aber in Zune Maps geht's ja auch durchaus. Ich kann es euch empfehlen, Sudden Death auf jeden Fall, also die Spielzeit auf 5 Minuten oder 0 Minuten zu stellen, weil sonst einfach wirklich nie Sudden Death vorkommt. Oder man spielt mit 8 Würmern und dann dauert das Spiel einfach ewig. Und ja, eigentlich recht witziges Spiel, so für zwischendurch. Kann ich nur weiterempfehlen. Und ihr? Ja, definitiv. Na dann. Kaufen! Nein, kaufen. Okay. Kaufen! Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschüss.